Ich kann nur hoffen, dass jemand meine Aufzeichnungen finden wird. Jemand, der meine Quest fortsetzen kann. Denn ich werde nicht mehr lange in dieser Welt verweilen. Ich suche einen magischen Talisman. Eine böse Waffe, die man als die Sense der Kelten bezeichnet. Ich fürchte, dass diese Waffe in die falschen Hände gefallen ist. Und daher habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Sense zu finden. Bevor sie aus diesem alten Kloster entwendet wurde. Ihr müsst verstehen, so schwer das auch zu glauben ist, dass es einen Weg gibt, in jene Tage zurückzureisen, in denen das Kloster noch bewohnt war von den weisen Mönchen, welche die Sense als erstes gefunden haben. Diese Mönche kannten die Wege der Magie und sie hatten ein Portal, das es ihnen erlaubte, augenblicklich in entfernte Länder zu reisen, auch in entfernte Zeiten. Ich weiß nicht genau, wo dieses Portal sich befindet, aber ich weiß, dass 3 Artefakte benötigt werden, um es zu öffnen. Ein goldenes Medaillon in der Form der Sonne, ein Trank aus reinem Quecksilber und letztendlich eine antike Schriftrolle, auf welcher der Zauberspruch zum Öffnen des Portals geschrieben steht. Ich selbst habe bisher das Medaillon gefunden und ganz in der Nähe versteckt, doch die anderen beiden Komponenten entziehen sich meinem Zugriff. Und jetzt scheint es, als werde ich niemals die Chance haben, sie zu finden. Mein Bein ist gebrochen. Und ich fürchte, diese seltsamen Hundewesen, die durch diese Lande ziehen, spüren meine Schwäche. Jeden Tag kommen sie näher. Ich fürchte, sie werden bald angreifen. Möge der Glaube meine Rüstung sein. Bruder Jonathan McMure.